Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin endlich bei Lee und ich will mich Lee anschließen. Ich will mich euch anschließen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann hier jeden fähigen Mann gut gebrauchen. Die letzten Söldner, die ich aufgenommen habe, machen nichts als Ärger. Du kannst im Grunde direkt anfangen. Naja, vorher müssen noch ein, zwei Dinge geklärt werden, aber das ist halb so wild. Finde ich ja gut, dass endlich mal jemand erkennt, dass ich was drauf habe. Was muss ich denn machen, ja? Was muss ich klären, bevor ich bei euch mitmachen kann? Ona, der Grundbesitzer, ist derjenige, der uns hier beschäftigt. Nur mit seinem Einverständnis kannst du auf dem Hof bleiben. Und dann sind da noch die Jungs. Erst wenn die Mehrheit der Söldner dafür ist, dass du mitmachst, kann ich dich aufnehmen. Aber geh nicht zu Ona, bevor nicht alles klar ist. Er ist ein sehr ungeduldiger Zeitgenosse. Okay. Wie kann ich die Söldner von mir überzeugen? Am besten, indem du das machst, was von dir als Söldner erwartet wird. Dorfprügel. Rede mit Torloff. Er ist meistens draußen vom Haus. Er wird dich auf die Probe stellen. Wenn du dabei nicht versagst, hast du dir schon einen großen Teil des nötigen Respekts verdient. Er wird dir auch alles andere erzählen, was du wissen musst. Ah, das tut doch gut. Ich würde gerne noch ein bisschen Einhandwaffen lernen. Was weißt du über den Ring des Wassers? Das hätte ich mir ja denken können. Du musst dich natürlich wieder überall einmischen. Natürlich. Komm schon, spuck's aus. Ich habe nur am Rande damit zu tun. Ich weiß, dass es hier diese Untergrundgilde gibt und dass die Wassermagier dahinter stecken. Seit dem Fall der Barriere bin ich nicht mehr an das Abkommen gebunden, das ich damals mit den Wassermagiern eingegangen bin. Wenn ich helfen kann, tue ich das natürlich auch heute noch. Aber meistens habe ich meine eigenen Probleme und kaum noch Zeit für andere Dinge. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann solltest du vielleicht besser mal mit Kort sprechen. Er ist einer von ihnen, soviel ich weiß. Ah, sehr gut. Vielleicht bringt er mir ja dann was bei. Ich muss dringend mit den Paladinen in der Stadt reden. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Was willst du von den Paladinen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Also Xardas hat mich auf eine Mission geschickt. Er will, dass ich ein mächtiges Amulett beschaffe. Das Auge Innos. Du bist also noch immer mit diesem Dämonenbeschwörer im Bunde. Verstehe. Und die Paladine haben dieses Amulett? Soviel ich weiß, ja. Ich kann dir helfen, zu den Paladinen zu kommen. Allerdings erst, wenn du einer von uns bist. Aha. Das heißt, die Söldner können zu den Paladinen hoch? Wie kannst du mir helfen, zu den Paladinen zu kommen? Ich dachte, das ist verfeindet. Ich habe einen Plan. Und ich glaube, du bist genau der Richtige dafür. Ich bringe dich zu den Paladinen und du tust mir dafür einen Gefallen. Aber zuerst schließ dich uns an. Ja, schauen wir mal. Wobei, er könnte mich ja einfach als Bote rüberschicken, ne? Das hat ja im ersten Teil auch geklappt. Mich zu den Feuermagiern zu schicken als Bote der Wassermagier oder so, war das, glaube ich. Gut, hey Kord, lass mal quatschen über den Ring des Wassers. Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Lee erzählte mir davon. Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, was? Also gut, was brauchst du? Und pass bloß auf, was du jetzt sagst. Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann zieh ich dir das Fell über die Ohren. Ich will deine Waffe. Ich will deine Rüstung. bei der Aufnahme helfen oder Kämpfen beibringen? Wenn ich kämpfen kann, ist er für meine Aufnahme. Aber eigentlich will ich ja gar nicht kämpfen lernen, weil ich will ja Magier werden. Deswegen soll mir lieber direkt helfen. Du könntest mir helfen, bei den Söldnern aufgenommen zu werden. Das kann ja heiter werden. Gut, werd's versuchen. Was noch? Mehrere Sachen. Dann, wie man kämpft beibringen. Bring mir bei, wie man kämpft. Na gut. Was noch? Gib mir deine Waffe, deine Rüstung und dein Schaukelpferd. Das reicht mir. Wenn's mehr nicht ist. Und wehe dir, wenn mir zu Ohren kommt, dass du die Klappe nicht halten kannst. Und das sage ich nur einmal. Klar? Keine Sorge, ich bin nicht Lee. Hilf mir, Söldner zu werden. Lass mal überlegen. An Torloff wirst du wohl vorbei müssen, wenn du hier was werden willst. Warst du schon bei Torloff deswegen? Nicht wirklich. Dann mach das erstmal und komm später wieder her. Alles klar.
dann führt wohl wirklich kein Weg an Torloff vorbei. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ich mir das Verprügeln von Silvios Jungs gespart habe. Vielleicht kriege ich ja den dazu, vielleicht kriege ich Benno ja dazu, zu Pepe rauszulaufen, weil er auf die Schafe aufpassen muss. Und dann kann ich vielleicht mit dem Schäfer gemeinsam den verprügeln. Das wäre vielleicht eine Idee. So, Herr Torloff. Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Viele Kämpfer sind sehr schwach, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Ne, gerade nicht, aber... Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Nur um sicher zu gehen, Stärke und Geschicklichkeit. Achso, ja, nicht Bogen oder Armbrust. Was sind die Duellregeln? Was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten. Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden. Eine Beleidigung oder ein anderer Grund zu kämpfen. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen. Es sei denn, einer der beiden wird bei dem Duell getötet. Okay, gut zu wissen. Danke für den Hinweis. Sonst hätte ich die Leute einfach so verprügelt und wäre vielleicht zusammengeschlagen worden von allen anderen. Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Ja. Er sagte, du würdest mir weiterhelfen. Gut, dann wollen wir mal. Es gibt zwei Dinge, die du tun musst, bevor du bei uns mitmachen kannst. Erstens, du musst beweisen, dass du fähig bist, die Aufgaben zu meistern, die du als Söldner zu erfüllen hast. Ich werde dich auf die Probe stellen. Und zweitens, du musst dir den Respekt der anderen Söldner verdienen. Ja, am zweiten arbeite ich ja noch. Gib mir mal die Aufgabe. Welche Aufgaben habe ich als Söldner zu erfüllen? Ona hat uns aus zwei Gründen angeheuert. Er will, dass wir ihm die Milizen vom Hals halten und dass wir auf seinen Höfen für Ordnung sorgen. Dazu zählt auch, dass wir die Pacht eintreiben, wenn die kleinen Bauern mal wieder nicht zahlen. Also, was darf sein? Milizen? Warte mal, lass mich die Pacht eintreiben. Lass mich die Pacht eintreiben. Gut, hör zu. Der Bauer Sekop hat schon seit Wochen keine Pacht mehr an Ona gezahlt. Ona will, dass er 50 Goldmünzen ausspuckt. Noch Fragen? Nö. Wo ist Sekops Hof? Ach, das weiß ich nicht. Im Norden des Tals. Das ist von hier aus gesehen an der großen Feldkreuzung rechts. Wenn du Probleme hast, werden die Bauern auf den Feldern dir helfen, dich hier in der Gegend zurechtzufinden. Entschuldigung, ich suche euren Chef, um ihn auszunehmen, geldtechnisch. Könnt ihr mir sagen, wo ich den finde? ja, wunderbar. Dann gehe ich mal die Pacht eintreiben, ne? Wen haben wir denn hier? Ne, die kenne ich alle schon. Also Sekops Hof müsste einer von denen hier sein. War das nicht hier auch der mit einer Feldräuberplage irgendwo? Genau da. Wie viel brauche ich denn noch zum Leveln? Oh, einiges. Aber ist ja egal, ich kann es ja trotzdem hier mal... Vor allem, hey, da liegt ein Lederbeutel, da ist bestimmt Geld drin. Das ist ja eigentlich schon Belohnung genug, um die Viecher abzuschlachten. Erfahrung und Lederbeutel. Also Erfahrung und Geld. Mehr kriege ich bei Quests auch nicht. Okay, einer. Nein, 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 nur einer von euch. Nur einer von euch. Nur einer. Nein, nur einer. Ich sagte nur einer. Mit zwei werde ich nicht fertig auf einmal. Machen wir das mal so, genau. Und die sind friedlich, sehr gut. Da ist nichts. Das heißt, in die Richtung kann ich jetzt ein bisschen rückwärts laufen. Kann ich den eigentlich blocken? Sieht nicht so aus. Aber ich kann nach hinten einfach ausweichen. Immerhin. Das reicht ja eigentlich auch schon aus. Keine Ahnung, was das gerade war. So, Heilkraut und ein Lederbeutel. Sehr schön. Was ist denn da drin? Nee, es ist Apfeltabak. Den da will ich. Ein paar Münzen klimpern darin. Nämlich 25 Stück. Boah, warum nicht? Kann man machen. Und ich brauche mal wieder ganz viele Lebenspunkte. 45. Ist da was? Ist mir jetzt egal, ich esse jetzt. 1, 2. Wie viel brauche ich davon? 15 müssten es sein, ne? Ich fühle mich erfrischt. Pizzstärke mehr. 25 Stärke? Nee.
müsste eigentlich bald kommen. Ich glaube, ich brauche nur 20 Äpfel für den Stärkebonus. Andererseits habe ich, glaube ich, bisher noch keinen gegessen, glaube ich, noch keinen einzigen. Schade, hat noch nicht gereicht. Aber das wird bestimmt noch. Ach ja, wie war das mit dem Feldräuber? Hey. Warst du das nicht? Nee, das warst du nicht. Nee. Und der da drüben will Geld von mir, mit dem komme ich nicht zurecht. Der ist zu gefährlich, zu stark für mich. So, Bauer, Reger, warst du das mit den Feldräubern? Nee. Hatte nicht irgendwer gemeint, dass es hier eine Feldräuberplage gibt? Oder kommt es noch? Wie sieht's aus? Ah, ein neues Gesicht hier auf dem Hof. Hat mir der alte Geizknorpel endlich einen Lehrling bewilligt? Nein. Ich bin kein Lehrling. Ja. Oh, ach so, ja. Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Und ich warte schon seit Jahren auf meine Ablösung. Du bist doch nicht etwa hier wegen der verärgerten Nachbarschaft, oder? Kommt drauf an, was du damit meinst. Welche Arbeit machst du hier? Ich hüte Schafe und das mache ich schon seit ich denken kann. Die Tiere sind sehr treu und auch sehr schlau, das musst du wissen. Wenn du sie gut behandelst, dann folgen sie dir ein ganzes Leben lang. Gut zu wissen. Was für Ärger hast du mit den Nachbarn? Das Gras auf dieser Seite der großen Felder ist immer sehr mickrig und ausgedörrt. Dann gehe ich meistens auf die großen Weiden der anderen Bauern. Das mögen die nicht. Dem Großbauer macht das nichts aus, aber Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, macht jedes Mal einen riesigen Aufstand, wenn ich mit den Tieren bei ihm bin. Er ist der Meinung, dass Seekop Zoll bezahlen soll, wenn ich seine Tiere auf Bengas Weide bringe. Seekop macht dafür aber keine müde Münze locker und darum darf ich auch nicht mehr auf das Plateau. Wo ist das Weidenplateau? Wo finde ich das Weidenplateau und Bengas Hof? Du folgst dem Feldweg und überquerst die große Kreuzung. Wenn du dich dann rechts hältst, siehst du vor dir ein großes Felsmassiv. Rechts dahinter ist das Weidenplateau und der Pass. Hast du hier Banditen vorbeikommen sehen? Allerdings. Sie sind bei Seekops Hof am Feldrand Richtung Norden in den Wald gegangen. Aha. Sie hatten eine Menge Waffen bei sich. Sah so aus, als ob sie den Krieg mit den Orks gewinnen wollten. Bin nur froh, dass sie nicht auf unseren Hof gekommen sind. Ich schätze mal, die haben sich Waffen in der Stadt bei ihrem Hehler besorgt und haben die in ihr Versteck gebracht. Vielleicht sollte ich mal mit Bengar sprechen. Das würdest du für mich tun? Naja, und was willst du ihm denn sagen? Ich meine, ich will keinen Ärger, hörst du? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht mache ich die Ärger, vielleicht aber auch nicht. Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen, danke der Nachfrage. Kümmere ich mich um die Banditen oder level ich vorher nochmal? Eine neue Rüstung kriege ich wahrscheinlich eh nicht hier. So kann ich eigentlich auch gleich... Nee, so gemeint bin ich nicht. Ich spreche den nicht so an. Ich will zu Seekop. Und die Pacht eintreiben. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Ja, ist ja gut. Das Land gehört dem Großbauern. Du bist ja nur der Pächter. Ona will, dass du endlich deine Pacht bezahlst. Du bist schon seit Wochen überfällig. Was? Und da schickt er einen Halunken wie dich? Das glaubst du doch selber nicht. Mach, dass du wegkommst, bevor ich mich vergesse. Dann sage ich das Ona. Ich werde dann wohl Ona darüber informieren müssen. Von mir aus. Du kannst Ona sagen, ich habe nichts. Das ist die traurige Wahrheit. Ach ja. Wie schön. Hey. Hast du Geld? Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Milizsoldaten aus der Stadt. Die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim. Aber du siehst mir nicht aus, als ob du einer von ihnen wärst, oder? Nö, bin ich nicht. Was machst du hier? Das hatte ich doch gerade gefragt. Oder dann sprich mal den an. Du. Vielleicht weiß der ja irgendwas über die Pacht.
Na, Kleiner? Das Gesinde hat mich nicht so schnöde anzusprechen. Wie oft muss ich das noch sagen? Was? Du bist kein Feldarbeiter? Nee, ich bin kein Feldarbeiter. Ich bin kein Feldarbeiter. Und was willst du dann hier? Wir haben nichts. Deswegen kannst du auch gleich wieder gehen. Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Klar, die brauchen das. Wer hier nicht spurt, kriegt Prügel. So läuft das. Oh, der ist sicherlich sehr beliebt. Was machst du denn so, wenn du nicht gerade den Hof regierst? Aufpassen. Die dreckigen Milizen der Stadt kommen immer häufiger auf unser Land und stehlen alles, was sie in die Hände bekommen. Erst letzte Woche waren die Dreckskerle noch hier und haben einige unserer Schafe einfach mitgenommen. Wenn ich mal einen von ihnen in die Finger kriege, dann mache ich mit ihm kurzen Prozess. Ja, klar. Warum helfen euch nicht die Söldner gegen die Milizen? Bevor die erstmal in Wallung kommen, habe ich sie doch schon längst in die Flucht geschlagen. Hat dir jemand heute schon die Nase geputzt? Lass mich in Ruhe, du Idiot! Hat dir heute jemand schon die Nase geputzt? Ah, wie schön. So, was haben wir denn hier? Das sieht nach einem Lagerschuppen aus, in dem es nichts zu holen gibt. Yay! Gut, ich vermute, oder ich glaube, eventuell, könnte ich mich bei Sekob einschleimen, indem ich dafür sorge, dass sein Kollege die Schafe wieder auf die Weide bringen darf. Ah ja, siehst du, hat sich gelohnt, hier rumzukommen. Dunkelpilze geben Mana. Oh, 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 Hilfe, Hilfe. Wow, Goblin-Skelett, was? Hilfe, nein, weg. Gar nicht gut, gar nicht gut. Zwei Schläge und ich bin fast tot. Hier, Till, mach dich mal nützlich. Du kannst es so gut kämpfen. Nein, 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 nein. Das verfolgt mich ja immer noch. Ich dachte, das greift die anderen an. Das sind zwei? Oh mein Gott. Ein Mistvieh weniger. Und das andere? Oder war es doch nur eins? Nee, da ist noch eins. Wie überleben die das? Komm schon, prügel rauf. Ein Mistvieh weniger. Sehr gut. Sehr gut. Tut mir leid, Jungs. Tut mir schrecklich leid. Aber... ich hatte keine andere Wahl. Kamen einfach Skelette. Goblin-Skelette aus dem Wald. Sag mal. Wo zur Hölle kamen die her? Sie waren hinterm Baum versteckt oder so. Aber ich hätte ja früher oder später eh auf die treffen müssen. Weil ja da drüben irgendwo die Banditen sind, die ich suche. Zumindest laut dem... Benga, glaube ich, hieß er, oder? Der Schäfer hier. Was nicht Benga? Balthasar, genau. So, 80 Lebenspunkte, meine Fresse. 15, jetzt brauche ich noch 65, dann brauche ich noch 60. Krieg ich Mana? Stärke? Na komm, gib mir Stärke. Ja! Ich fühle mich stark und gesund. 26 Stärke und mir fehlt noch genau ein Apfel, um gesund zu sein. Ach man. Komm, dann esse ich halt den letzten Fisch. Was soll's. So, Balthasar, kannst du mir helfen, die Pacht einzutreiben? Nee, kannst du nicht. Gut, das heißt, ich werde mich jetzt immer noch von diesem Typen da drüben fernhalten. Und dann werde ich beim nächsten Mal dafür sorgen, dass Balthasar seine Schafe wieder auf dem Weidenplateau ausführen kann. Das findet Sekob bestimmt voll Knorke. Und ich hoffe, dass er dann endlich bereit ist, die Pacht zu zahlen. Wenn nicht, werde ich wohl doch mal kurz mit Ona reden müssen. Andererseits, ja, das Ona wird nicht gerne belästigt. Vielleicht wäre das nicht so klug. Und da gibt es so ganz viele Feldräuber. Andererseits ist hier auch keine Wiese, das heißt, das bringt auch nichts. Ist nicht so wertvoll, das Land. Zumindest nicht für den Schäfer. Wie war das? Beim Weg? Achso, da drüben ist der Weg. Ah, da drüben ist der Weg.
Ist egal, ich erledige die beiden hier. Sehr schön. Nein, 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 ich erledige die beiden, nicht andersrum, ja? Nur um es klarzustellen. So gefällt mir das. Und was haben wir da hinten? Ein Feuer. Oh, eine Innos-Statue. Und ich habe relativ viel Gold. Dann bete ich doch mal und spende 100 Goldstücke. Yay, Stärke plus 1. Ah ja, also es ist wohl tatsächlich so, dass man Gold in 100er Schritten spenden muss. Statt nur in 50er Schritten, wie ich das am Anfang getan habe. Um Begünstigung oder Vergünstigung oder Zuneigung von Innos zu bekommen. Ach, da sind ja nochmal zwei Feldräuber. Ich habe eigentlich schon gute Lust, die alle platt zu machen. Sag mal, habe ich gerade nicht Butlerfleisch aufgehoben? Habe ich das schon wieder komplett gegessen? Meine Güte, bin ich verfressen. Dann muss ich mich hier halt mit Wanzenfleisch heilen. Und dann noch ein Brot hinterher. Das war so. Gut, und beim nächsten Mal werde ich dann diese beiden Feldräuber da vorne noch verprügeln und endlich in Richtung Weidenplateau gehen und dafür sorgen, dass der Schäfer Balthasar seine Schafe wieder auf die gute Weide führen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.